Ja, guten Tag, liebe Freunde, herzlich willkommen beim Wiederaufbau unseres SED-Kommandostationsvorhabens. Und wir machen hier heute erstmal Selbstversorger-Kommune. Ich kann das überhaupt nicht, ich kann diesen Akzent halt einfach auch gar nicht. Ich beleidige Menschen mit diesem Akzent. Nieder mit der Regierung! So. Oh, 3 Mais pro Pflanze. Oh, nice, und das bleibt halt sitzen einfach, voll geil. Ja, das ist schon sehr gut. Darauf gönne ich mir erstmal ein fantastisches, leckeres Gläschen Mineralwasser. Darauf einen Dujardin. Wir brauchen Weintrauben, Erik. Ach, das wäre schön. Und Moet und Chandon. Zum Gurgeln. Moet und Chandon. Das klingt wie so eine Berliner Asi-Familie, weißt du, die Vornamen von ihren Kindern. Mohammed und Chandon. So. Chantal. Wäre das doch, oder? Ja, Chantal oder ach, da gibt es so viele irgendwie. Kevin zum Beispiel. Wobei ich bin ganz ehrlich, ich mag den Namen Chantal eigentlich. Ich finde ihn eigentlich schön. Ist auch ein schöner Name eigentlich, ne? Ja. Der wurde jetzt halt nur ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen von überengagierten Müttern. Vom Internet. Und deswegen wird das Internet ja auch beschnitten. Ach so. Das ist der Grund. Ja. Das ist der Grund. Vielleicht hieß der Axel früher auch mal Chantal. Wer weiß das? Vielleicht war er ja mal. Das kann natürlich sein. Ja. Oder Axelandra. Was? Ganz legitimer Name. Ja, total. So. Okay, ich bin out of stamina. Denn das Ernten, das macht mir Spaß. 165 Maiskolben. Ich habe gerade mal die Hälfte von diesem kleinen Feld hier geerntet. Das lohnt sich schon. Und wenn du die jetzt alle theoretisch sind wieder einpflanzt, dann können wir unendlich Mais produzieren. Ja, es dauert halt nur immer offenbar sehr lange. Aber wenn man das zu zweit macht, geht es natürlich schneller. Aber du momentan. Du natürlich was abgeben vom Mais, dann helfe ich dir. Das Problem ist das Abernten. Das Einpflanzen ist easy. Aber das Abernten, Kuch, kann momentan ja nur ich machen, weil nur ich die Perks habe. Ah, ja, okay. Leider ja. Das ist natürlich blöd, Erik. Das ist blöd. Ich hätte dir gerne geholfen. Nee, alles gut. Ich mach's ja auch gerne. Aber das Einpflanzen, dann kann ich dir helfen. Ich kann ja hier Mais mitnehmen. Wir haben ja noch hier 500. Ja, das stimmt. Ich wollte beim Maisfeld, ich habe überlegt, ob ich da vielleicht auch mal so einen Zaun drum mache und pipapo. Ich weiß aber noch nicht genau. Willst du das jetzt hier nochmal? Ach du, hier brauchen wir ja gar nicht mal einpflanzen, ne? Das ist ja schon. Genau. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier machen. Vielleicht brauchen wir da gar keinen Zaun. Oder? Ich habe keine Ahnung. Drüben haben wir schöne Zäune. Vielleicht zieht das Maisfeld auch irgendwann rüber. Oder wir machen es irgendwo ganz anders hin. Ich weiß ja auch noch nicht, Tobi. Wir wollten hier erstmal ein Haus hinmachen dann. So. Wie viel habe ich jetzt? 285? Hatte ich nicht gerade? Okay. So. Und hier noch Pilze haben wir jetzt? Heidelbeere. Ja. Wird gleich alles geerntet und dann muss ich es aber wieder neu einpflanzen, leider. Kaffee. Oh, aber dieser Kaffee. So. Also Pilze würde ich am liebsten auch ein eigenes Feld machen, weil die brauchen nämlich dann für Gemüsesuppen. Und ich glaube, die Gemüsesuppen... Du hast ja hier schon wunderbar eingezäunt, ne? Ja, genau. So. Wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du die Zäune natürlich gerne ergänzen. Ich wollte hinten noch ein paar Felder hinmachen. Ja. So. So. Sind das einfache Holzzäune? Genau. Ist das der Holzhofzaun oder der Holzzaun? Der Holzhofzaun. Entschuldigung, der Holzhofzaun. Oh. Und später mache ich dann noch da Balken hin. Also ich habe noch Balken in die Ecke gemacht, aber das musste nicht. So. Okay, ich muss meine Erntedingens hier gleich mal reparieren, glaube ich. Gott, ist der Typ immer out of stamina. Okay. Ist schon repariert. Cool. Und die Pfosten, was sind das für Dinger? Wie heißen die? Weißt du das noch? Axel. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Keine Ahnung. Holzpfosten wahrscheinlich einfach nur, ne? Ja, genau. Ich wusste den speziellen Namen jetzt nicht gerade nicht. Ja, hast du aber gut beschrieben. Fand ich gut. Ja, das war... Ja. Das Einzige, was mir gerade einfiel dazu. Finde ich gut. So...
Dann gucken wir mal, was unser Maisfeld gleich gebracht hat. So insgesamt. Du bist durstig, trink die Flüssigkeit. Ja, mach ich doch gleich. Mach ich mal jetzt. Ah. So, dauert halt echt lange, das zu ernten. Vielleicht gibt es da später noch was Schnelleres. So. Okay. Oh, genau 531 Mais haben wir jetzt geerntet. Und ich glaube, drei Kaffeebohnen aus Versehen. Oder hatte ich die noch, da? Kaffeestrauch. Ja, ich glaube, die habe ich auch aus Versehen geerntet. 12 Kaffee. 12 Kaffeebohnen. Daraus mache ich Kaffeesamen. Und wir haben wieder 3 Kaffeesamen. Jetzt haben wir 6 Kaffeesamen insgesamt übrig. Kartoffelpflanze, Kartoffelpflanze. Pilze. Heidelbeere wächst noch. Goldrutenpflanze, ja. Die brauchen wir halt am wenigsten, glaube ich. Okay. 3 Pilze wird nicht reichen, ne? Saatkartoffelsamen können wir noch machen. Einen, aber... Einen? Ach ja, das braucht ja immer 4. Oh, fuck, ich muss das unbedingt skillen. Ich glaube, ich würde das echt gerne skillen, dass ich eine Pflanze mehr beim Ernten kriege. Wo war denn das? Lucky Looter. Oh, Fortitude würde ich auch... Ich würde gerne alles skillen. Advanced Engineering Physician. Wo waren das nochmal? Mich? Ja, merke ich schon. Ausverkauft. Oh. Ach, fuck. Was denn? Ich hab mich verbaut. Ich hab den Zaun eine falsche Viereck gebaut. Das geht schnell. Jetzt habe ich mich wieder verbaut in dem scheiß Vogelnest. Okay, das Vogelnest stirbt gleich. Ja, haus weg. Braucht keiner. You can craft motorcycles. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wo war denn hier das Nature-Ding da? Ich übersehe das offenbar immer. Living of the Land, da ist es ja. Okay, Harvest 4 Items. Dafür brauchen wir Fortitude Level 7. Ja, das wird noch dauern. Naja. Errungenschaft freigeschaltet. Fit as a fiddle. Fiddle. Ich brauche 2 Skillpunkte noch. Ne, ich brauche... Ja doch, 2 Skillpunkte. Oh nein. Das nächste Mal kostet schon 3 Punkte. Oh, fuck. Das heißt, bis ich das habe, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Schade, dass ich die nicht sharen kann mit dir, dass ich die nicht abgeben kann. Naja. Potato Growing. Potato kann ich noch einmal einpflanzen. Dann mache ich das wenigstens. Oh ne, es ist Goldenrod. Ne, geh weg. Kartoffelsamen. So, Saatkartoffelsamen. Ist das ein Kartoffelfeld? Und hier drüben. Aber ich will jetzt nicht das ganze Feld machen. Hier sind Kartoffeln. Was war das andere, was wir brauchten? Kartoffeln und... Ich könnte hier theoretisch Kaffee hinmachen, aber brauchen wir so viel Kaffee? Ich glaube nicht, oder? Obwohl, geht es darum, was wir brauchen eigentlich? Ging es das jemals, Erik? Ja, komm, dann mach hier Kaffee hin. So. Hauptsache, es ist halt schon mal da, ne? 3, 4. Ja, eben. Oh. So ist es nämlich. Ich fühle dich. Was? So. Okay, ich will jetzt hier nicht das ganze Feld machen, weil das dauert halt echt Ewigkeiten. Das mache ich, glaube ich, mit dem Tobi zusammen. Weil das würde, glaube ich, den ganzen Tag dauern, das zu machen. Aber ich würde den Kaffee gerne schon mal einpflanzen. Was geht da jetzt nicht hin, so? Was ist das denn, so? Glas rein. Ach so, ich bin sehr schlau. Glas rein! Was ist das? Mach mal Fernseher auf Standbein! So. Eins, zwei, drei, vier war das, ne? Was denn?
Ich kämpfe hier gerade mit dem Zaun immer. Mit dem Zaun. Soll ich dir was helfen? Ich weiß noch, wie ich ihn gebaut habe. Ich habe mir das alles gemerkt. Ich hab es, Erik. Alles klar. Ist das nicht der Wahnsinn, was hier abgeht? Ne? Das ist natürlich ein Dream Come True. Richtiger Dream Come True. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Was macht ihr denn? Hä? Das Bausystem ist manchmal auch ganz schön schäbig. Ein bisschen. 3, 4, 5, 6. So, 6 mal Kaffee. Ja, unsere Kaffeeplantage. Ach, das ist doch aber auch bescheuert gemacht. Okay, die Gemüsesuppe. Ich muss ganz kurz gucken, was wir dafür brauchten. Gemüseeintopf. Maiskolben und Pilze war es. Pilze. Ich habe 3 Pilze. Und mehr kriege ich gerade auch nicht. Okay, da muss ich noch warten. Okay, meine blöde Frage. Was habe ich falsch gemacht, wenn das so komisch versetzt ist? Warte. Wie denn versetzt? Jetzt stimmt's wieder. Hä, das ist ganz komisch irgendwie. Mhm. Du musst immer. Nee, alles gut. Ja, du musst immer von dieser Seite hier quasi dahin bauen. Ja, die Zaunnaht war gerade irgendwie versetzt, keine Ahnung, ganz komisch. Ah, okay. Und die haben eine 16er Breite, die Felder. Falls das hilft. Ja, 7 auf jeder Seite, ne, war das. Ja. Das brauche ich erstmal noch. 7 auf jeder Seite? Achso, hier bei den Dingern, genau. Ah, ja. Für den Eingang. Kurz. So, hier mache ich Aloe Vera. Kurz, wie hieß das noch? Kurz und dann weiter. Hofzaun. Hier mache ich Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera, lass mich rein. Aloe Vera. Schön, da kann es nicht sein. Aloe Vera. Hallo? Aloe Vera, ich tu der Begehrer. Es wird immer besser. Ja. So. Hallo? Hallo? Manchmal. Manchmal greift er hier nicht so richtig. So. Ist ein alter Spruch vom Parkplatztreff. So. Okay. So, schön, wie ich dann eine Aloe Vera Pflanze schon einpflanze. Seven Days to Die Veteranen belächeln das, aber für uns ist die gerade wertvoll. So. Ich glaube, es ist auch einfacher, wenn du weißt, in welchen Gebieten du genau was kriegst und so, ne? Das ist natürlich dann schon. Ja, das glaube ich halt auch. So. Aber für uns ist das gerade noch ein Abenteuer. Natürlich, natürlich. So. 6, 7. Hier kommen dann die Champignons hin. Wir können die Folie. Weißt du noch, welche Breite die Tür in der Mitte hatte? 2 war das wahrscheinlich, ne? Genau, es sind aber 2 ausgelassene Felder, mehr habe ich da nicht gemacht. Okay. Und dann ansonsten 7 auf jeder Seite, das heißt, das Ding hat eine 16er Länge insgesamt. Okay. Ja. So. 4, 5, 6. Ich habe das Gefühl, am Ende können wir mit der Farm hier eine ganze Kolonie versorgen. Das kann sein, Erik, aber wir brauchen es ja. Richtig. Und vor allen Dingen, wir wissen ja nicht, wie viele Menschen überlebt haben. Ne? Das ist ja. Momentan sind es nur wir, aber wenn dann noch Menschen kommen, statt dass sie uns ausrauben. Geben wir doch nichts ab. Ja, statt dass sie uns ausrauben, können wir sie mit offenen Armen empfangen und vergiften sie dann mit unserem leckeren Essen. Um sie dann später zu grillen. So. The Forest, denn. Kommt nur herbei, Freunde. Es ist genug für alle da. Nehmt reichlich. Kostet auch das leckere Fleisch. Ja, finde ich gut. So. So, la 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 la. So, jetzt mache ich ja doch wieder die Felder.
Ja, natürlich. Das, weil das deine Leidenschaft ist, Erik. Leidenschaft ist. Nee, was für Leidenschaft ist eine Leidenschaft, die mit Leid, was Leidenschaft oder so. Da war auch so dieser komische Spruch. Genau. Dein Schaft muss leiden, Tobi. Das tut er auch so. Ach so, okay, alles klar. Ist also schon Schorf drauf, sagst du? Ja, ja. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Niki Lauda, sagst du? Ein bisschen. Okay, gut. Dann hast du alles richtig gemacht. Ja, eben. Ja. Keine Gefangenen! Okay, ich bin echt froh, wenn die Felder fertig sind. Das kann ich ja sagen. Und da muss man eigentlich nur noch abernten immer, ne? Ja, genau. Abernten und dann ja neu einpflanzen muss man später nicht mehr. Erstmal natürlich der Pflanzprozess, aber sobald das fertig ist, glaube ich, haben wir nie wieder Hungerprobleme. Du hast Probleme, müssen wir mal gucken. Dafür braucht man, glaube ich, eine Sandmine. Um irgendwie genug Wasser... Ah ja, wir werden ja auch Wasser brauchen, ne? Wir werden immer genug Wasser brauchen. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, wo wir Sand herkriegen. Immer und immer Wüste. Wieder, weil... Das in die ist, Wüste mit dem Erdbohrer und 1000 Liter Benzin. Das ist so simpel, wie es genial ist. Du hast völlig recht. Einmal mit dem Fahrrad ein bisschen nach Süden. Ja. Und dann einmal mit dem Bohrer die ganze Wüste abzimmern. Ja, fertig. Mit genug Kisten haben wir dann auch einen ordentlichen Vorrat. Oder wir schmelzen es einfach ein, dass wir da 20.000 Glas haben. Und dann machen wir 20.000 Flaschen und dann passt das alles. Easy. Hast du recht, cool. So. Mann, du hör doch mal auf, so rumzuschnaufen wie eine Pussy. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich wusste gar nicht, dass die schnaufen. Tun die das nicht? Die nicht, die ich kenne. Die sich bei mir vorgestellt haben. Okay. Guten Tag. Boah, wie lange das dauert. Mann, ich verbaue mich immer hier. Das ist doch mit dem Bausystem, das ist ja echt krampfig. Ne? Eigentlich ist es einfach. Manchmal ist es einfach, aber manchmal verrät dieser Kasten irgendwie so ganz komisch. Ja, das stimmt. So wie jetzt zum Beispiel. Okay, das weiß ich nicht. Ich sehe die ganze Zeit wieder nur Erde. Die Leute auf meinem Channel freuen sich, weil sie diese hochauflösende Erdtextur sehen. Oh, ich bin schon auf der Hälfte. Ich bin schon auf der Hälfte. Das ist meine Vision vom Überleben. Und du hast mit deinem Leben gebürgt. Das ist Dieter Bürgi. Er repariert Waschmaschinen. Kennst du das noch? Nee, ne? Das kenn ich nicht, nee. Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Ding, ding! Das ist Dieter Bürgi. Er repariert Waschmaschinen. Calgon hat ihre Waschmaschine zerstört. Nicht Calgon. Kalk, meine ich, hat ihre Waschmaschine zerstört. Calgon aber wahrscheinlich auch, wenn wir den Umsatz wieder brauchten. Wahrscheinlich ja. Puh. Okay, länger mache ich nicht. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich kann mir das selber nicht antun, hier die ganze Zeit nur Erde zu sehen. Obwohl es halt dazugehört. Ich meine, bei Minecraft hat man auch mal eine ganze Folge lang nur Erde geklatscht. Aber es macht mich selber auch kirre gerade. Puh. Ist das hier? Sieht so komisch aus alles. Wobei, jetzt kann ich das Feld auch noch fertig machen gerade. So. Sieht aber, also rein feldertechnisch sieht das ja echt schon gut aus. Ja, das stimmt. Und ich frage mich, wenn man genug Nahrung anbaut, kann man die bestimmt bei Händlern teuer verkaufen, eventuell, oder? Das müssten wir mal probieren, der eine Typ, der uns damals rausgeschmissen hat. Ja. Der Ehrenlose. Ja. Vielleicht kann man dann da... Kann man das vielleicht mal versuchen, ja. Genau, vielleicht kann man da die ganze Zeit massenhaft Nahrung produzieren, ihm das dann verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt unendlich Patronen hat oder anbietet. Ne, dass wir dann von dem Geld dann irgendwie Munition oder sonst was kaufen. Falls es mal wieder Blut mondet. Dass wir hier unser Waffenarsenal aufstocken dafür. So. Hm. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das funktionieren würde. Ich glaube aber nicht, dass der unendlich Sachen hat. Sondern wahrscheinlich hat der eine endliche Anzahl und wir kaufen alles leer und dann stehen wir da wieder. Das wusste ich jetzt aber nicht. Ja, genau so. Oh fuck, ich hab zu weit gebaut. Oh, mega gut.
Ach, Tobi. Ich bin zu weit gegangen. Ich kann dir nicht mehr verzeihen. Okay. Naja, schade. Tschüss. So. Oh Gott, ey. Oh. Stamina, Stamina, Stamina. Stamina, Stamina, Stamina. Okay. Stamini, Stamina, Staminiere. So. Ich hoffe, die Erde vertrocknet hinterher, sonst dann schlage ich alles zusammen. Ja, also die Gießkanne habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, gießen musste den Schinken nicht. Nee, aber nicht, dass ich das wieder umdrehen muss oder so, die Erde, wenn ich, ne, wenn ich hier fertig bin und das ist dann ein paar Tage brach. Wenn man dann nochmal alles machen muss, dann streike ich aber. Dann gehe ich in Hunger. Nee, Sitzstreik, meine ich. Dann gehe ich in Hunger. Sitzstreik. Geht genau so, vor meinem Rechner. Ja, hallo? Ah, ich wusste, da habe ich mich einen ausgelassen. So. Und das ist die letzte Reihe hier. Oh Gott, endlich. Und dann nur noch alle anderen Felder. Lul. So, aber gefällt mir bis jetzt, was wir hier gerade aus dem Ort machen. Ja. Wenn wir jetzt noch genauso geschickt unser neues Kabuff bauen, vor dem wir uns vielleicht ein bisschen drücken, aber wir schaffen das schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Andere schaffen es ja auch. Was soll da schon passieren? Hier war alles okay, hier war alles okay. So, das zweite Feld ist komplett umgegraben. Das für die Champignons, von denen ich noch null habe. Aber wir haben das Feld schon mal. Und die anderen Felder, das mache ich irgendwann anders. Ja, bekloppt. Hä? Ich will nur mal was ausprobieren. Du willst ein Schild drüber bauen, was da wächst. Ich will nur mal was ausprobieren. Ja. Ich ahne was, Tobi. Ich ahne bereits was. Okay, was sagen die Kartoffelpflanzen? Immerhin habe ich jetzt ja schon 10 Stunden lang da gerade gebuddelt. Immer noch growing. Schade. So, dann können wir mal gucken, was wir noch alles einpflanzen. Heidelbeeren würde langsam auch gehen. Hier wächst noch einer. Die Potato ist auch noch growing. Die Kaffeesamen. Ich frage mich, ob man die Kaffeesamen dann wieder rauskriegt. Ich traue mich das nämlich nicht abzuernten hier mit den Kaffeesamen, weil ich weiß, ne, und drüber aufs Feld zu tragen, weil ich weiß, ob man die Kaffeesamen dann auch aus der Erde zuppeln kann. Erik, ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, was mit meiner Stimme los ist. Du, das sind aber 3 Jahre Pär ohne Filter. So. Dann hört man sich schon mal an wie die Wahrsagerin aus Matrix. Okay. Ich schmelze mal ein bisschen Blei ein hier, ne? Dann hat das Ding hier was zu tun. So. Zack. Das ist schade jetzt. Wieso? Man kann das nicht so richtig verbauen, wie ich mir das jetzt gerade erhofft habe, tatsächlich. Du wolltest wirklich ein Schild oben dran machen, ne? Ne, ich wollte da ein Dach drüber machen, so, aber das... Oh, so ein Querbalken wäre halt schön und dann so ein Schild dran, das wäre schön. Ja, Querbalken können wir erst machen, wenn wir eine Säge haben, leider. Ah, das ist blöd jetzt, ne? Anders da drin kann man das Ding nicht, ne? Ich könnte jetzt schon einen Gemüseeintopf machen, aber es wäre doof. Heidelbeere Samen, leider nur eine. Aber immerhin. Oh, der leckt mich doch am Arsch. Ne, Tobi, so nicht. So, 3 Kartoffeln. Die Samen pflanze ich ein. Goldenrod. Oh, ich habe noch 14 Goldenrod Flowers. Oder davon können wir tatsächlich ein ganzes Feld machen. Oh, nice. Da, ich habe doch noch welche in die Kiste getan gehabt, glaube ich. Da glaube, da habe ich echt eine Menge von. Okay. Ich mache da noch ein paar Seeds von. Bei manchen heißt es Seeds, bei manchen heißt es Samen. Das ist so verwirrend. Ah, 3 Samen. Cool. Cool. Jetzt haben wir 4 Goldenrod Seeds. Pilze tue ich auch mal rein. Da dauert es noch ein bisschen. Und Heidelbeere.
würde die halt am liebsten alle schon direkt einpflanzen. Aus dem Grund, weil die dann schon mal wachsen können. Das wäre ganz gut. Mach keinen Scheiß, Gronkh. Nee. Hat er nicht gesagt, ne? So, hier ist er Kaffee, ne? Da drüben ist, habe ich vergessen, das wird sich, da wird man sich noch dran gewöhnen, was da liegt. Ach, das war Aloe Vera. Und hier, wo du machst, könnte man theoretisch Heidelbeeren. Ne, da könnt ihr schon mal... Könnte ich ja schon mal ein bisschen hier... Wow, jetzt fängt der, hier, jetzt fängt der Spaß an, Tobi, guck mal. Wow, hier, boah, der Spaß. Oh, Alter, dieses System ist so krampfig. Ich verstehe es, warum es so gemacht werden muss, aber das funktioniert irgendwie nicht immer. Haben wir noch so eine Hake? Ich kann dir gerne unter die Arme greifen. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Who wants to live for Eva? Who wants to live for Eva? Wahrscheinlich Evas Mann. Lala. Hä, jetzt kann ich hier wieder nichts machen? Ich verstehe es nicht. So, ich mache nur zwei rein und dann pflanze ich jetzt hier eine Heidelbeere ein. Ach, leck mich doch. Das nächste Feld ist das Chrysanthemenfeld. Dann haben wir ja schon mal richtig schöne Mottofelder. Richtig toll. Bringt das Spiel richtig nach vorne. Na ja gut, wir brauchen das aber, Erik. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Zieh das bitte nicht ins Lächerliche, danke. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Auf keinen Fall. Nein. Was denn? So, Heidelbeere. Sie Twitch? Nein. Also, nein. Huch. Hä, warum? Was denn? Warum diese Holzböden? Weiß ich nicht. Das kann man doch machen, Erik. Okay. Das sieht so komisch aus auf dem Feld. Irgendwie. Findest du? Gut, klar. Ich meine, als Stadt, okay. als Darmstädter okay. Stadtkind, klar. Nee, so bauen wir unsere Felder, Erik. Ja, gut, dann pflanzt doch auf Holz, Tobi, bitte. Das ist okay. Nein, ist okay. Nee. Wenn du meinst, dass es gut aussieht, dann klar. Also. So. Im Hintergrund reißt er die ganzen Felder ab, weil er beleidigt ist. Die Kommentare hörst du dir jetzt wieder an. So. Wieso? Ich hab doch gesagt, lass es doch so, wenn es dir gefällt, lass es halt so. Bitteschön. Nein, Erik. Ja, ich sag's nur. Aber der Internationale Bauernverband wird dir sicherlich einen bösen Tweet schreiben. Und dann kannst du mal gucken, Tobi, dann kannst du mal gucken. Was interessiert mich denn der Bauernverband, bitte? Oh. Ganz gefährliche Gewässer, Tobi. So, 4 Golden Rod Seeds, dann wollen wir mal. Dennis Rodman sieht. Damit er beruhigt ist. Hallo? Kann ich das da jetzt nicht hinsetzen, bitte? Aber bin ich nicht fertig jetzt. So. Nee, das muss alles nochmal weg. Gefällt mir nicht. Ja, dann machen wir. Wünsche dir viel Spaß. Hä? Findet er jetzt nicht angezeigt, da der Schinken. Der Schinken. Ich lasse die Kartoffeln fertig sind. Ich will mehr Kartoffeln pflanzen. Oh, warum dauert das so lange? Jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt will ich halt alles auf einmal halt, ne? Heidelbeere wächst. Kartoffeln. Ungeduld ist eine Tugend des Menschen. Die Ungeduld ist eine Tugend? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, bei mir hat er gerade ein bisschen... Oh, hä? Bei mir gab es hier gerade Probleme. Mit der Prozessorleistung, oder? Durch Rendering-Verzögerung. Ich hatte gerade eben Lags. Was könnte das... Ach, das hatte ich... So Mikro-Lags? Ja, so Stutterings. Ja, das hatte ich vorhin aber auch gehabt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass wir langsam eskalieren. Tobi, deine Bäume, ne? Warte, ich gucke die sofort an. Also, wir sollten die theoretisch... Ach, fuck you. Ja, vielleicht sollten wir da mal irgendwann mit der Sense durch. Ich weiß es nicht. Und wir könnten uns eventuell schon mal ein neues Häuschen bauen. Wir müssten nur mit der Schaufel, glaube ich, auch viel ausheben, weil wir natürlich auch einen Boden bauen müssen. Was denn? Okay, das ist halt echt krass. Das mit den Bäumen?
Ja, Mann. Alter, die sind so riesig. Die sind halt echt mega. Alter, voll die Dinger. Aber es ist halt cool, dass es geht, ne? Was halt hier jetzt entstanden ist, ne, in der kurzen Zeit. Hier die Felder. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wir haben schon was gemacht in den Folgen jetzt. Ja, ja. Kann das, man nicht das, nee, nee, ich meckere ja auch nicht. Ich freue mich tatsächlich. Nee, du nicht, aber ich kenne da so ein paar. Die Spezialisten. So, eigentlich können wir da jetzt auch ein Maisfeld machen, weil so viel Maisfeld, weil so viel Mais brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wenn man dann noch einen, ist zwar ein bisschen weiter weg, aber wenn man so ein Maisfeld aus dem Rest hier noch macht. Hier, ein das, großes meinst du? Ja, hier hinten, das wird doch locker reichen, oder? Ja, das Eck da hinten, ja, auf jeden. Gut, dann müssten theoretisch noch. Gut, dass ich meine gute Axt nicht mitgenommen habe. Oh Gott, das dauert ja ewig. Lassen Sie diesen Baum in Ruhe. Mit wem redest du da? Ich muss mir noch ein Baumhaus aus diesem Baum craften. Da ist doch überhaupt niemand. Lassen Sie diesen Baum in Ruhe. Mit wem reden Sie da? Sind Sie von der RWE? Das ist mein Baumhaus. Das wird hier folgendermaßen laufen, ja? Dieser Baum, ja? Dieser Baum kommt hinterher ins Heizkraftwerk und das ist grüne Energie. So. Ja, moin. Also, ich trinke gerade mal ein Stückchen hier hin. Alles klar. Du hast die gute Axt dabei, ne? Du kannst gerne mit reindreschen, wenn du möchtest. Mhm. I'm coming. Ich will die eigentlich nur wegkriegen hier. Oh ja, das macht einen deutlichen Unterschied, ob man die hier oder die andere benutzt. Aber frisst doch enorm viel Stamina. Ja, aber lohnt sich auch offenbar. Oh, der Gegenstand muss repariert werden. Hey. Träumchen. Endlich wieder ein Stück Natur zerstört. So, hier nochmal, komm. Du, ja, gib ihm hart. So lieben wir es. Ich find's gut, dass du einen Erdbohrer hast, wenn wir nämlich jetzt ein neues Häuschen haben. Verstehst du? Können wir da wieder ganz schnell einen Graben drum ziehen. Ja, das stimmt. So. Ich glaube, Benzin haben wir ja sogar ein bisschen was, ne? Ja, geringfügig. Zack, boom, da kenne ich gar nichts. Weg ist das Ding. Schön, so gefällt mir das. Ja, okay. Wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Wo ist denn Zeit hin? Okay, ich kann das halt überhaupt nicht. Doch, klingt sehr authentisch. Okay. In meinem Herzen bin ja Bayer. So. Ding, 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 ding. Gut, Tobi, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja, das klingt nach einem Plan, Erik. Das klingt nach einem Plan. Ein Träumchen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge komm, ein Feld machen wir noch und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das klingt gut. Geil. Tobi, ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.